ich euch. Registriere Energieknappheit. Hallo! Es gibt Preis! Es gibt Preis! Oh, Baby, Baby! Das hätte von dir kommen sollen, du geile Nudel. Ja, willkommen wieder zu einer neuen Runde. T-Boy fickt mich in den Arsch. Mit seiner Bevölkerung, ja. Ja, das stimmt. Ja. Ich brauche Lizenzen. Nee, neue schöne Runde Anno 2070, ja. Und ja, finde ich toll. Seit längerer Zeit wieder nicht aufgenommen, weil ich krank war. Alles im Lot. Ich habe sie gar nicht nichts erwartet. Für. Bin auch immer noch nicht ganz gesund, aber ich weiß nicht, ob man es an der Stimme hört, eventuell. Ich habe sofort Zeit für Sie. Alter, ich bin gerade am gucken. Auftrag? Der Vorstand hat ein Auge könnte, auf sie. Nee. Ich brauche Lizenzen. Kaufen. Ich habe 300. Du hast 300 Lizenzen? Mhm. Ich nicht. Was hast du denn? 5 oder was? 144. Alter, auf meinem anderen Spielstand habe ich so viele Lizenzen, ich weiß gar nicht mehr, was ich mit denen anfangen soll. Wir machen hier keine großen Sprünge. Aha, ja, dein anderer Spielstand interessiert mich aber nicht wirklich, ganz ehrlich. Oh. Jetzt muss ich Beamer machen, ist voll toll. Hart sowas. Hat's jetzt meine Handelsrouten gelernt? Mach mich hart, Baby! Nee, ach genau, ich wollte, nicht den Beamer machen, weil das anstrengend. Ich wollte die Tech... So, warte mal. Oh. Zucker und, ach, Kaffee? Scheiße, da brauche ich ja das hier. Das ist eigentlich schon auf Produktion. Boah, ich würde so gerne die Welt hier auf maximale Power machen. Ja, ich habe jetzt auch längere Zeit halt auf Geschwindigkeit schneller gespielt. Unangenehm, sowas. Voll. Das ganze Spiel spielt sich dann halt gleich voll anders. Ja, einfach schneller. Aber so kannst du dir einfach mal Zeit lassen. Ja, du kannst doch mal über Themen quatschen, die du dir ausgedacht hast. Die ich mir ausgedacht habe. Warte mal. Was ist das? Mann, die Überleitung nicht. Ach, du hast voll geil Themenmod gedacht, da bist du. Hast du dir voll geil Themenmod ausgedacht? Nee, eben nicht. Deswegen wollte ich das die Schuld auf dich schieben. Ja, wir haben uns Themen ausgedacht, die wollen wir euch dann später mitteilen. Wir haben uns nur gedacht, wir lassen erstmal kurz ein bisschen sinnlos reden. Ja. Über was? Ich hab nicht drüber nachgedacht, ganz ehrlich, was du gesagt hast. War gar nicht aufgepasst. Rechts rein, links raus, ne? Oha. Ja. Das ist natürlich hart zu wissen. Produktion. Aber fuck, ich habe jetzt 2 FPS-Anzeigen. Verwirrend. Jetzt wissen auch die Spieler, die Leute, was ich für FPS-Zahlen habe. An dem Moment 90. Natürlich auf mehr. Kann man dann irgendwie verfolgen eigentlich. Ey, cool! Wenn du ein Spiel ausgewählt hast, ein Schiff ausgewählt hast und drückst dann F1, dann verfolgst du das mit der schönen Kamera. Cool. Okay. Das habe ich bei GameStar gesehen, dass das geht. Aber ich wusste natürlich nicht, wie das genau geht. Weil ich habe mir vor kurzem nochmal die Review von Anno reingezogen, weil man gedacht habe, was die denn so dazu gesagt haben. Aber sie fanden das ein gutes Spiel. Ich finde Anno persönlich auch ziemlich gut. Es ist halt einfach nur... Das ist halt eins der, wie sie auch gesagt haben, das komplexeste Anno, das es jetzt bereits gibt, ne? Ich finde es halt extrem cool, dass es hier Handelsrouten gibt, weil ich, soviel ich weiß... Gibt es bei der vorigen Teil auch, ja. Nicht bei allen. Also bei manchen muss man das noch alles per Hand machen. Boah, das war so aufwendig, aber das finde ich, in Handelsrouten ist fast Pflicht, weil wie sollst du sonst deine ganzen Dinger machen? Aber ich weiß noch, Anno 15.7? War das 15.7? Dieses etwas mittelalterliche, das war das, glaube ich, das dritte? Also das vorige dritte. Ja. Es gab ja 14.4, das war ja das vorige. Und dann gab es 15.3, wenn mich alles täuscht. Okay. Und älter. Ja. Ich glaube schon. Also jedenfalls 15.3 und da war es so, dass du diese Handelsrouten, oder ich bin da nicht drauf gekommen, dass Handelsrouten irgendwie hingekriegt hast. Das Anno war auch nicht so leicht.
Weiß ich, das habe ich überhaupt nicht hingekriegt. So, jetzt habe ich mein Boot hier abgestellt. Das brauche ich natürlich anders auch. Guter Jörg, wir sind bemerkt missbillige, wie viele Leute bereits in deiner Stadt leben. Ey yo, was meckert die denn? Die meckert, sollte doch bei dir meckern, nicht bei mir. Ja schon irgendwie. Bei mir völlig viel, voll sau viele. Bei dir so. Ey, mag mich halt, ne? Nicht so aber wie meine Nachbarn. Oh Gott, der war tief. Tut mir leid. So. Oh Kacke, da wollte ich gar nicht. War's mir heiß. Bitte. Ich sollte mein Fenster aufmachen, aber dann hören wieder meine Nachbarn. Ach, ich habe gar keine Nachbarn. Voll geil. Ah, Leute, was ist das? Unterwasserenergie? Ja. Achso. Nee, aber das habe ich. Diese Turbinen, die du unten aufstellst und so Energie kriegst. Man kriegt erst ab der zweiten Textstufe Ding, ne? Bitte? Man kriegt erst ab der zweiten Textstufe. Wie heißt es denn? Oder ab welcher Textstufe kriegt man so Unterwasserdinger? Die habe ich noch nicht gebaut in meiner anderen Welt. Unterwasserdinger, weiß ich ja ganz bestimmt, was du meinst, ne? Ja, diese Hydrosto. Hydro was? Diese Superkraftwerke. Ach so, diese mit Lava, über Lava-Kraftwerke zum Beispiel, die auch Tsunamis auslösen können. Die können Tsunamis auslösen? Ja, es gibt Tsunamis. Wenn du diese über, das ist halt ein unerforschte Ding halt, normalerweise laut dem Spiel hier, glaube ich. Und das, wenn das überkocht, halt wie ein Atomkraftwerk, das geht halt dann in die Luft und versorgt halt deine Insel. Ne? Ja, ist das eigentlich schon mal passiert? Ist dann so, na, nee. Dafür spielst du auch zu selten Text, ne? Ich bin ehrlich gesagt so weit noch nie gekommen, dass du ein Atomkraftwerk hattest. Ja doch, das schon. Das habe ich auch schon gebaut, aber das ist halt störanfälliger. Aber mir ist noch nicht passiert, dass es in die Luft gegangen ist. Ich dachte schon, kein Atomkraftwerk. Atomkraftwerk ist ja jetzt nicht so schwer bei den. Registriere Verschlechterung. Ja, Teilchen, ne? Ja. Ja, aber es geht halt da rein darum, dass halt das dieses Verbesserung der Ding ist halt auch störanfälliger. Ja. Und das löst dann Tsunami aus, wenn das Teil in die Luft geht. Alter. Das macht ja erstmal deine ganze Insel dann schön nass. Und auch deine dann zumindest. All in diesen Radius dann. Der Radius ist groß. So. Ich besiedle jetzt erstmal die andere Insel, was ich die ganze Zeit schon mache. Welche wollte denn? Also, die habe ich schon besiedelt, aber ich meine, da wollte ich ja die Text die ganze Zeit schon draufpacken. So. Das will ich jetzt auch machen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich die Textstätte bauen soll. Meine eine Textstadt, was ich gebaut habe, die ist nämlich voll seltsam. Weil die Dorfzentren sind ja hier kleiner. Ja, du kannst aber ein normales Dorfzentrum von den Ecos auch nehmen. Für Techs. Ja. Echt? Deswegen habe ich die ja bei mir reingepflanzt. Also die brauchen gar kein extra Dorfzentrum. Oh nein. Deswegen kannst du die ja sogar auf deiner Hauptinsel, das habe ich dir ja schon mal gesagt, dass du sogar auf eine Hauptinsel rausschmeißen kannst. Du musst da nicht extra eine andere Insel voll besudeln. Nur als Tipp. Ja? Hm. Ja, weißt du, die Aussage, das merke ich schon wieder. Das ist ziemlich cool. Ja, ja. Das ist ziemlich praktisch, ja, weil dann baue ich da jetzt richtige Dorfzentren hin und kann meine Stadt wieder richtig aufbauen, im Gegensatz zu falsch. So. Warte. Wie Wusel eigentlich gelb hier rummacht, das ist ja Wahnsinn. Alter, mein Geld, also geht, halt. Mein Geld geht gerade so hammerhoch, das ist richtig geil. Ich bin jetzt auch plus 1600, das ist echt voll toll. Ja. Besonders wenn es davor endlich so schlecht war. Ja, ich war die ganze Zeit im Minusbereich. Jetzt habe ich ja nur 9000, aber das plöppt jetzt ganz schön nach oben. Hatte ich vorhin, wo ich eingestiegen bin, wo ich ja angefangen habe, hatte ich 3000. 2000 mehr. Voll geil. Ich weiß nicht, ich glaube, wo ich angefangen hatte, hatte ich so 13.000 gerade. Ach fuck, das braucht doch Kohle.
Ach komm, ey. Ach, ich weiß, wo ich mir meine Insel mehr Produktionskapazität für die Minen besorge. Nur für Minen oder wie? Ja, dass die Minen mehr Power abgeben. Also mehr produzieren. Ich hab vor, den Grundbesitz der Kooperative etwas zu vergrößern. Tun wir bei der Tilda beide Nein drücken. Oh, die hat bei mir gar nichts gebracht. Bleiben lassen? Ja, die wollte weiter auf eine weitere Insel, aber ich habe sie verboten. Verbietest du sie bitte auch. Es hätte mir zwar 300 Lizenzen gebracht, aber ich will nicht, dass sie noch eine Insel... Du kannst ja sogar, wenn du unten rechts auf die Handelsdiplomatie raufgehst, ne? Kannst du sogar die anderen fragen, ob sie dir einen Auftrag anfordern. Dann kannst du einen Auftrag anfordern und kannst den annehmen und dann geht los. Dann geht das los. Das muss ich ja, dann kannst du dir so Lizenzen... Das müsste ich fast mal machen. Ja. Ich werde das bei jedem NPC machen eigentlich. Ah, nicht ganz bei jedem, aber bei zum Beispiel bei der Jana und Rufus. Jetzt habe ich ja schon nachgeschaut. Aber irgendwie habe ich mir so, jetzt wollte ich keinen Auftrag machen. Es dauert halt bis dann, das ist dieser Cooldown dann wieder weg ist, ne? Wenn du das ausgewählt hast. Okay. So! Mir ist warm, habe ich schon mal erzählt. Hab schon, ne? Mhm. Voll geil. Also ich brauche auf dieser Insel eindeutig mehr Zeug, wenn ich Techs bauen will. Techs brauchen so verdammt viel für ihre Häuser. Ich bin wann habe ich Muni? Auf meiner Insel. Habe ich Munition auf meiner Insel? Habe ich da irgendwo ein Munitionswerk gebaut? Ich glaube nicht. Ich habe standardmäßig 24 Munition. Jetzt ab. Hehehe, zusammen. Ich bin gerade voll. Ach ja, ich wollte meinen. Dieser geiler Typ hier. Nee, das ist. Die hat sich in der Unterwasser gekrallt. Wer? Nee, das ist meins. Entschuldige. Ich hasse es wirklich. Wenn man aus der. Wenn man immer warten muss, irgendwie manchmal dauert das bei mir ewig, bis das Zeug. Aus meiner, oh Gott, meine ganzen Typen sind alle unzufrieden wegen irgendwas. Sie haben, glaube ich, keinen Fisch, deswegen. Wenn man das Zeug irgendwo rausnimmt und dann kommt es ewig nicht. Registriere Energieknappheit. Ein Fisch, geh hoch. Übrigens, wenn du mal zu diesen Typen guckst, zu diesen Ibashi-san, ne? Was zu dem? Ibashi-san. Ibashi-san? Lila. Links. Den unter Wasser. Ja, genau. Ja. Da siehst du links diesen Geothermalkraftwerk. Und das ist das Teil. Links. Genau, links. Das ist so über diesen Lava-Ding da. Über diese Lavaschlucht. Oh ja. Das ist dieser Geothermal. Und wenn der in die Luft geht, dann hast du erstmal einen Tsunami über dir. Okay, warte mal. Versorgung mangelhaft. Ja, die kriegen gleich was. So. Gut. Ich will hier noch mehr Containers. Das ist gut. Jetzt brauche ich ein Schiff. Mit Tab kannst du übrigens ganz schnell zwischen Schiffen hin und her switchen. Ja, das wusste ich. Das ist mir einmal aus Versehen passiert, seitdem weiß ich das. Weißt du was? Das ist mir aus Versehen passiert mal. Das, seitdem weiß ich das. Da Vicky. Hey. Hey. Gut. Hat sogar unter Wasser Linien. Warum wandert ihr ab? Ihr habt doch Fisch. Ach nee, ich hab zu wenig Strom. Alter. Erstmal runter auf 50 Frames, ne? Geht doch nicht. Ja, läuft Alter. Hier. Meine Typen sind alle Bitches. So. Das ist echt cool. Nein, das kostet 400 Lizenzen, Alter. Was du?
Lol, und du kannst das U-Boot bei Ibashi-san verkaufen, ne, übrigens. Nice. Das heißt, du könntest da eigentlich Money machen, ne? Du produzierst das? Aber zu produzieren kostet das auch was. Scheiße, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, wie viel Kohle ich gekriegt hätte. Aber du hast es nicht verkauft, oder? Nö. Klar, aber ich habe nur den Button gesehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob du bei den normalen Typen, also diese NPCs, auch die Schiffe verkaufen könntest. Natürlich interessant. Aber du zahlst ja keinen großen Betrag, wenn du ein Schiff produzierst. Ja, so du zahlst ja eigentlich meistens mal mehr. Also du kriegst wahrscheinlich halt nicht... du kriegst... Ich glaube, das haben die schon so gemacht, dass du nicht mehr kriegst als... ja, als das du kriegst. Hä? Das ergibt gerade keinen Sinn, was ich gesagt habe. Nee, dachte mir gerade. Simon, wie soll ich denn sagen? Die werden es schon so gemacht, dass du nicht deine die ganze Zeit Schiffe produzieren kannst, die dann verkaufen kannst und dadurch Gewinn machst. Glaube ich mal. Du machst doch ein U-Boot, scheiße, ich kann kein U-Boot produzieren. Du hast keine U-Boot-Werkstatt. Doch, jetzt aber. Kann ich auch dann Kriegs-U-Boot bauen, ja? Meine fertig! Ich glaube, jetzt in einem Krieg würdest du direkt gewinnen, weil ich habe kein Stück Waffenproduktion. Oh, mach ich schnell fertig, meinte ich da. Alter, diese Scheiße. Warum positioniert da nur einer? Alter, was macht der denn nix? Ah, heulen. Was, ich kümmere mich jetzt um Aufträge. Ja, neue Gebäude zum Bau bereit. Rufen bitte sie eine Warenlieferung zu transportieren, ohne dass Scanner erreicht. Okay, mach mal. Wenn die ganze Zeit auf... Oh. Die Leute arbeiten wirklich hart. Mal. Aber es reicht eben nicht, oh Scheiße. Ich muss eine Insel bevölkern. Mit 10 Gemüse und 10 Reis. Bitte nicht schon wieder eine Insel. Nein, nicht bevölkern, sondern halt... Ich bin nicht fertig, ja. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. scannen. Tut mir leid. Verrecke nicht. Wie es mir leid tut, ja. Ficker. Ich brauche unbedingt eine effizientere Handelsroute. Welche? Ein paar von meinen Handelsrouten sind ziemlich ineffizient. Weil sie so, über so viele Dinger fahren. Jetzt habe ich das... So, wo soll ich jetzt hinfahren? Da. Da muss ich mich vorbeischlingeln. Voll geil. So Vorbeischlingeln-Mission. Die habe ich am Anfang nie... Die habe ich nicht gecheckt, bis ich... Eigentlich voll einfach, ja. Ne? Meine Zuschauer werden schon sehen, ob ich sie verkacke oder nicht. Ich hoffe mal nicht. Und hier. Schiff mal nicht fertig. Nein! Ihr verkackt! Echt jetzt? Ja! Oh, da ziehen sie Alarm. Hast du Minus-Einfluss gekriegt? Ja, nur -3, aber... Okay, ist ja nicht so schlimm. Scheiße, ich hab verkackt. Ich hätte 373 Lizenzen für gekriegt. 373? Leicht übertrieben, ja. Oder? Voll geil. Aber weißt du, was ich falsch gemacht habe? Ich habe mein Schiff nicht mehr orten können. Wie nicht mehr orten? Ich wusste, meine Kameraeinstellung war falsch. Deswegen habe ich... Das ist ärgerlich. Ja, und dann habe ich mein Schiff nicht mehr so schnell auf die Schnelle gefunden. Ach komm, das ist jetzt hammer ärgerlich. Na gut, dann machen wir eben noch einen. Kriegst du schon wieder einen Auftrag? Ja, von der Jana gibt's ja noch. Ach so, du machst die auch die ganze Zeit. Dann bitte sie, mehrere Personen zu helfen. Seenotgerät. Ach komm, das ist ja... Bulala ist das doch. Ja komm. Können wir den automatisch machen lassen? Dann hier zurück. Ja.
So, jetzt kümmere ich mich wenigstens mal über die... Oh yeah, ich kann mein Forschungslabor bauen. Ich könnte Text kaufen. Dingsbums kaufen. So. Ich auch schon die ganze Zeit, aber... Ja, mag ich nicht. Ich auch nicht. Feuerfeuer ist nicht. So, hier könnte ich jetzt ein... Achtung, Produktionsstillstand. Denksatz. Denkhaft nun, weil... Das nicht herrlich hier. Das leider kann ich hier nichts so Geiles machen. So, ich lasse die erstmal ein bisschen Steuern zahlen. Warnung. Dann Gesundheitszustand der Bevölkerung. Ich mein Gesundheitszustand kritisch. Toll. Aber ich muss Kerosin herstellen. Warum? Wenn ich, also ich muss Kerosin herstellen, dass ich Motor bauen könnte, die dann schneller schnellere Schiffe sorgen. Und ich brauche Forscher für und keine Laboranten. So, ich brauche jetzt unbedingt erstmal ein paar Sachen auf meiner Hauptinsel. So lässig, wie du hier reinspazierst. Dafür hast du was gut bei mir. 183 Lizenzen. Und Kohle. Du hast dir Zeit bei der Auswahl. Oh, pass auf. Oh, man kann ihn noch mal aufschauen. Nicht, ne? Ich finde es sehr cool, dass man überall, also von jedem Lizenzen holen kann. So. Wie denn? Also, du meinst kaufen, Sachen, vom Vorstand. Ich meine,